Es ist angerichtet. Seht ihr das? Helikopter. Und jetzt hier, einmal kurz rüber. Eine Riesentruppe und alles nur für mich. Nee, gelogen. Nein, heute ist hier in Norddeutschland, in Winsen an der Luhe, gibt es eine Ausbildung für Luftretter und Luftretterinnen. Das kann nicht häufig stattfinden, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, das kostet eine Menge Geld, mit dem Helikopter zu arbeiten. Dank an die Bundespolizei, dass diese Kooperation da ist. Und ich habe als Highlight meiner Reise durch die Welt der DLRG heute genau dieses Abenteuer. Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ihr hört es nicht, mein Herz pochen, aber ich höre es. Das schlägt hier so langsam hoch. Ich bin mal gespannt, was ich machen darf. Ich bin heute verabredet mit Kevin. Der ist schon seit ziemlich langer Zeit als Luftretter unterwegs. Wird mich ein bisschen an die Hand nehmen und mir zeigen, wie das jetzt hier heute funktioniert. Mit den Auszubildenden, die hoffentlich nach dem heutigen Tag zu Luftrettern und Luftretterinnen werden. Zur Sicherheitseinweisung. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ihr alle noch nie mit dem Hubschrauber geflogen seid oder wenn dann nur mit dem privaten kleinen. Der Hubschrauber ist ein großes, lautes Gerät, das sehr gefährlich sein kann, wenn man sich nicht richtig verhält. Wenn ihr den Hubschrauber euch annähert und das werdet ihr nachher tun und auch den Hubschrauber verlassen, also tut das bitte immer in geduckter Haltung. Immer nur auf Zeichen der Crew dem Hubschrauber nähern, also immer nur, wenn ihr von vorne aus dem Cockpit den Go kriegt. Die Rotorblätter, die können relativ weit runterkommen. Im Hubschrauber selber seid ihr dann in der Regel angeschlagen. Ihr habt ja die Anschlagpunkte, das macht die Kabinencrew. Also ich finde es wirklich, es ist eine Atmosphäre, wo man so richtig merkt, die Spannung steigt. Und hier ist der Fokus jetzt komplett auf jeden einzelnen Schritt, der heute im Laufe des Tages unternommen wird. Und da muss man sich dann wirklich nicht nur konzentrieren, sondern man muss sich diese Schritte merken. Genau diese Vorbereitung, auch das Miteinander sprechen, das Aufeinander abstimmen, ist am Ende ein Garant für einen erfolgreichen Einsatz. Kevin! Hallo! Ich habe mich umgezogen. Was meinst du? Ist das okay so? Ich denke, es ist passend. Schau mal, dass du nasse Füße kriegst, oder? Ah, das ist immer noch kalt, auch wenn wir Glück haben mit dem Wetter. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, weil ihr da immer in Katastrophenfällen von Dächern, von Balkonen, von Hochhäusern arbeiten müsst, richtig? Richtig. Wasser ist nochmal was anderes. Warum? Das Medium Wasser unten drunter hat einfach andere Eigenschaften. Und, man muss anders aufgestellt, anders ausgerüstet, anders ausgebildet sein. Und so kam das eigentlich. Ne? Also unsere Ausrüstung ist anders als die der Höhenretter oder der Bergwacht. Wir haben am Anfang die Standards schon recht hoch gesetzt. Wie gesagt, die körperliche Voraussetzung gleich mal vorweggestellt. Wenn nach dem dritten Aufzug einem die Kraft einfach ausgeht und du wirst es nachher im Wasser vielleicht sehen, wenn du die anderen arbeiten siehst, das ist kräftezehrend. Oh ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und diese ganze Ausrüstung, das kostet natürlich auch, ne? Richtig. Müsst ihr euch das selber kaufen oder kriegt ihr das gestellt? Wir haben eine enorme Unterstützung durch unseren Verein, durch unseren Landesverband bzw. durch die Landesverbände. Auch durch Spenden getragen, ne? Absolut. Spenden sind die Basis, mit denen wir arbeiten, ne? Also, ne, das ist für euch wichtig zu wissen. Aber Haro, Zeit ist Geld. Der Hubschrauber kostet nicht unser Geld, aber wir wollen sehen, dass wir loskommen. Okay. Bist du bereit? Nasse Füße? Ja. Auf geht's. Okay, alles klar. Ich bin bereit. Obwohl ich passiv bin, ja, obwohl ich hier überhaupt nichts mache, sondern gerettet werde, geht mir die Pumpe. Jetzt geht's los mit der Luftrettung aus dem Wasser. Das heißt, wir müssen in das Boot rein und ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Also, es ist genial. Glaub mir, das ist ein irrer Eindruck, wenn man mit all diesen Materialien arbeiten darf und dabei sein darf. Aber ich bin auch aufgeregt. Jetzt geht's los für mich. Ich bin aufgeregt. Ich kann jetzt nicht viel sagen. Ich muss ins Wasser und ich hoffe, die holen mich wieder raus, weil das Wasser ist trotzdem kalt. Wann darf ich raus, Chef? Los. Und wenn man dann da drin sitzt und wartet, man sieht den Heli, wie er auf dich zukommt. Dann geht die Winde runter, du siehst jemanden. Es ist natürlich schwer, sich in die Situation eines Menschen zu versetzen, der wirklich in Not ist. Aber da kommt ein Lichtstrahl auf dich zu. Vielleicht die einzige Rettung, die du hast. Zunächst einmal ist das natürlich ein tolles, atemberaubendes Bild, aber es wird insofern schlimm,
wenn man die Luftsäule abkriegt, wenn von oben der Druck der Rotorblätter kommt, dass man fühlt sich wie in einem Tornado drin. Ja, wenn man dann erstmal dranhängt, ist man sicher. Klar, also ich habe da kein anderes Gefühl entwickelt. Der Heli steht stabil in der Luft, man sitzt in so einem Sack drin. Es sieht außerdem auch spektakulär aus, auch aus der eigenen Sicht, weil wenn man jetzt erstmal so den ersten Meter über dem Boden schwebt, dann den zweiten Meter, dann geht es immer höher, dann ist natürlich der Moment da, wo man dem Heli 100% vertrauen muss. Aber ich habe das auch getan. Wenn es dazu kommt, dass eine Person gerettet werden muss, dürfen keine Fragen offen sein. Wie kommt man rein in den Helikopter? Wie kommt man aber auch wieder raus? Wie muss man sich verhalten, wenn man einen Geretteten an Bord hat und wieder landet? Der ist vielleicht voller Euphorie, rennt raus. Das darf nicht passieren. Das heißt, all diese Dinge müssen ja auch von den Anwärtern als Luftretter oder Luftretterin zu arbeiten umgesetzt werden. Boah. War das wieder ein Abenteuer. Ich bin so dankbar. Das ist der Hammer. Luftretterinnen und Luftretter. Ich durfte sie live miterleben und ich hoffe, dieses Abenteuer hat auch euch Spaß gemacht und ich konnte euch auf diese kleine Reise mitnehmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach nach unter dlrg.de/mitmachen. Und wenn ihr unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Spenden sind gerne gesehen oder ihr könnt einfach mitmachen.